Wenn Leute große Scheiße bauen, dann sperren wir sie weg ins Gefängnis. Aber was in einem Gefängnis wirklich passiert, davon habe ich keine Ahnung. Das wissen wir irgendwie gar nicht. Werden die Leute da wirklich zu besseren Menschen oder wird da eigentlich alles noch viel schlimmer? Die Frage, wie schlimm ist Knast? Gibt es hier Leute, vor denen du Angst hast? Nö, wieso? Ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Also was bringt ein Knast dann überhaupt? Da musst du auch selber irgendwann mal sagen, jetzt bin ich alt genug und jetzt muss ich mal den Absprung schaffen. Hallo. Ich ziehe hier die nächsten Tage ein. Zunge bitte nach oben. Das ist die Kontrolle, ob eventuell Drogen versteckt sind unter der Zunge. Sie behalten im Prinzip nichts, was Sie jetzt hier haben, am Mann. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen. 180 Gefangene sitzen hier. Junge Kriminelle zwischen 15 und 29. Und ich jetzt auch. Hier geht's schon los. Das ist der Sicherheitsbereich. Und wie ich gehen alle an ihrem ersten Tag diese Gänge entlang. Zur Kleiderkammer. Bekleidungsgegenstände von Insassen, genau. Oh Mann, mit wem werde ich wohl die nächsten Tage Tür an Tür wohnen? Puh. Wer ist denn hier alles eigentlich für Insassen? Sind ja auch Mörder dabei? Da ist alles dabei. Also vom Schwarzfahrer, der immer wieder erwischt wurde, bis hin zum Mörder. Aber wer wegen was drin ist, das sieht man den Leuten nicht an. Im Knast herrscht Einheitslook. Ja, es ist halt so. Das ist doch eine Diskriminierung. Aber glauben Sie mir, in dem Moment ist es völlig egal, wenn Sie hier wirklich für längere Zeit sein müssen. Da spielt das die wenigste Rolle. Das ist wirklich total strange. Man hat hier so eine Trage mit Zeug, was einem gehört. Also ich kann es irgendwie noch nicht glauben. Tja, dann warten Sie erstmal auf Ihren Haftraum. Haus 2, Erdgeschoss. Auf diesem Flur bin ich zusammen mit vier weiteren Häftlingen. Ich bin echt gespannt, auf wen ich hier so treffe. Okay. Das ist da Freihof. Also rausrufen, rausschmeißen, alles verboten. Das Bekleben der Wände ist verboten. Aus dem einfachen Grunde, weil hinter den Postern manipuliert werden kann, dann können Drogen versteckt werden. Deswegen haben wir das hier so gemacht. Es passiert einfach gar nichts. Man hat irgendwie drauf, dass sich vielleicht irgendwas bewegt oder so. Aber es passiert einfach null. 3 Stunden Einschluss. Das heißt, ich bin alleine eingesperrt in meiner Zelle. Und zwar bis zum Mittagessen. Dann erst lerne ich die anderen kennen. Verdammt viel Zeit zum Nachdenken. In Deutschland sitzen etwa 65.000 Leute im Knast. Und zwar vor allem Männer. Fast die Hälfte wurde eingesperrt, weil sie an Geld anderer ran wollten. Wegen Drogen sitzen 13%. Und jeder fünfte Häftling ist wegen Gewalt im Knast. Im Extremfall ging es dabei um Leben oder Tod. Hier drin kann ich also auf echt harte Jungs treffen. Endlich seid ihr da. Oh Gott, ey. Das nervt nur noch. Also ich bin echt immer geschwankt zwischen total wütend werden und so. Ah, und dann so resignieren. Ah, okay. Nach 2 Stunden endlich raus. Eine halbe Stunde haben wir fürs Mittagessen. Und endlich lerne ich auch die Leute kennen, mit denen ich mir die nächsten Tage einen Gang teile. Und eine Dusche. Okay. Steve, Rumi, Michael. Wie ist das Essen hier? Gut, wir kommen selber, wir sind in der Küche. Ach, ihr macht Küche? Ah, cool. Okay.
So. Und bist du jetzt erst gekommen, vorhin oder was? Ja. Eingekleidet, Kammer, das Übliche. Eingekleidet, Kammer, ausziehen. Du warst vorher schon mal hier. Nee, hier nicht. Aber andere Anstalten. Okay. Das ist jetzt quasi die 6. Anstalt in Thüringen, die ich besuche. Ach Quatsch. Ja. Warst du auch schon öfters? Ja. Wie oft? 6. Mal. Ah, okay. Seit meinem 14. Lebensjahr. Regelmäßig. Sei ja Knastprofis. Ja. Quasi. Ich kann nicht aufhören, die Augen zu schauen. Ach so. Ja. Was ist das? Tätowiert. Ach, krass. Manchmal sind ja die Leute, die am gefährlichsten ausschauen, überhaupt nicht gefährlich. Und die Leute, die nicht gefährlich ausschauen, oder sieht man das? Siehst du es jemand an, ob jemand gefährlich ist? Ja, ich meine, dass du von mir keine Angst hast, ist mir schon klar. Ja, das jetzt nicht unbedingt. Aber gibt es hier Leute, vor denen du Angst hast? Nö, nee, wieso? Nee. Hey, Moment mal, ich bin noch nicht mal fertig mit dem Essen und muss schon wieder zurück in die Zelle. Dann bis später. Okay, bis später. Wir gehen einfach so rein. Ich mach mal jetzt vor. Herr Bartleski, Freiwurf. Los geht's. Endlich. Endlich, ja. Ja. Endlich raus. Endlich raus. Eine Stunde Freihof. So viel steht jedem Häftling zu. Abwechslung tut nach 3 Stunden in der Zelle verdammt gut. Stimmung ist auch okay, aber unterschwellig auch ein bisschen angespannt. Eigentlich könnten an die 30 Leute aus meinem Zellenblock hier sein. Aber auf dem Hof sind heute nur 10. Einige bleiben anscheinend lieber in der Zelle, weil sie keinen Bock haben. Vielleicht auch keinen Bock auf die Leute, mit denen ich jetzt draußen bin. Neben Römi, den ich beim Mittagessen kennengelernt habe, treffe ich Tino. Der wohnt auch auf meinem Gang. Erste Mal hier oder was? Ja, nee, das erste Mal in Haft. Ah, okay. Hat er dir dann schon Tipps gegeben? Das ist doch alles ganz easy. Aber auf jeden Fall das letzte Mal. Wie oft hast du es schon gesagt, dass es das letzte Mal ist? Das erste Mal sage ich das jetzt. Echt? Ja, sonst war es mir egal. Bei meiner letzten Inhaftierung habe ich vorher ein kleines Zettelchen geschrieben. Freitag bin ich da. Das wussten die schon Bescheid, dass ich komme. Und dann war ich da und das war halt wie ein großes Klassentreffen. Und da freut man sich halt, dass man sich wieder sieht. Da verbringt man halt die Zeit miteinander, hat gute Laune und dann geht man wieder raus. Gell. Aber Zeiten ändern sich, man wird ja älter. Gell. Jetzt habe ich andere Ziele. Was sind die Ziele? Frau, Kind, Wohnung, Arbeit, meine guten Freunde behalten, mein Hund, Urlaub an der Nordsee, das wäre schon was. Ja, aber wird noch dauern. Naja. Wie war es denn für dich, hierher zu kommen? Naja, so der erste Monat, das war schon so scheiße, ne? Weil du viel drüber nachdenkst, so, was die Leute dann draußen machen und so. Ne? Die erste Zeit so. Die Sache ist ja bei uns, wir wissen ja, warum wir hier sind. Ja, ja. Darf ich mal fragen, wieso bist du denn hier? Körperverletzung. Also immer Kneipe gegangen, gesoffen, Ohrfeigen verteilt, Anzeige gekriegt. Und dann, weil dir einer nicht gepasst hat oder wie? Einfach. Nö, manchmal hat man das halt. Da rutscht man in eine scheiß Lebenslage. Und dann denkt man sich, ach, ist mir jetzt aber eigentlich völlig Hupe, gell, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Dann gehst du halt in die Kneipe, säuft sich voll und irgendeiner kommt immer. Ja, dafür sind Kneipen da, gell. Irgendeiner kommt immer und quatscht dich mit voll. Und dann denkst du dir da. Was war's bei dir? Ja, wir waren halt so immer mal Kirmes. Ja, und da hat's halt öfters mal geknallt. Ne? Das ist auch mal ein paar Nasen gebrochen und so. Und Alkohol und dann geht das schnell. Das ist halt schnell reizbar, dann die ganze Sache. Weil ich bin ja hier, um rauszufinden, was also quasi was Knast bringt. Ist halt auch eine Ansichtssache, wie du an die ganze Sache rangehst. Gell. Es gibt ja Leute, die brechen da an Tränen aus und kriegen da hier irgendwie psychischen Zusammenbrüche. Na gut, aber sind halt auch selber dran schuld. Gell. Also ich saß schon 4 Jahre am Stück, die sind an mir vorbeigerauscht, die haben mich nicht gemerkt. 4 Jahre am Stück? Und da, boah. Die sind an mir vorbei. Alter, wie viele Jahre saß du schon im Gefängnis? 6 jetzt. Alles zusammengerechnet? Ja. Und da kommen aber jetzt noch mal 3 dazu. Ja. Boah, 9 Jahre, bevor er 30 ist. Also wirklich abschreckend kann der Knast für ihn nicht gewesen sein.
Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied zwischen Kameras an und Kameras aus, weil die Leute viel, viel, viel deutlicher sind, viel, viel, viel aggressiver auch, wenn die Kamera nicht an ist. Du hörst ganz, ganz schlimme Geschichten von Gewalt unter Häftlingen. Du hörst Geschichten, wie hier überall auf die absurdesten Wege Drogen reingeschmuggelt werden. Es ist eine andere Welt hier. Studien zeigen aber ziemlich deutlich, wie krass es hier abgeht. 25% der Gefangenen im Jugendstrafvollzug nehmen Drogen. Und fast 50% wurden schon mal von Mithäftlingen verprügelt. Knast kann also ganz schön scheiße sein. Wie man mit dem Alltag hier trotzdem einigermaßen klarkommt, das will ich am Abend von Ramon wissen, dem vierten auf unserem Flur. Könnt ihr euch noch an eure erste Nacht erinnern? Weil ich werde ja heute das erste Mal auch hier schlafen. Ja, ist nicht meine erste Haftzeit. Wie oft warst du schon? Vierte Mal. Das erste Mal in der Haft, die Nacht so, war schon eine Umstellung. Von draußen, ordentliches Bett und alles. Und ja. Wieso ist es so schwer, dann draußen einfach nicht kriminell zu sein? Ja, wenn man einmal in die Kreise reingerutscht ist. Es ist dann schwer, den Freundeskreis abzubrechen und da zu sagen, bis hierher nicht weiter. Ja. Das ist halt dann. Ja, dann muss man vielleicht die Stadt gleich wechseln. Ja, zum Beispiel. Aber die Sache ist, wenn man allgemein solche Leute in seiner Heimatstadt gekannt hat, tut man auch in der nächsten Stadt solche Leute kennenlernen. Das ist, da kann man hinziehen, wo man will. Wenn man selber nicht sagt. Das ist die Sache, wenn man selber nicht sagt. Bis hierher ja. Nicht weiter, dann wird das immer wieder passieren. Ja. Meinst du, das kommt mal bei dir, dass du sagst, ich möchte mein Leben ändern? Bei mir ist es jetzt so weit, ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Mhm. Aber meint ihr, das ist die gerechte Strafe, die ihr bekommen habt, für das, was ihr gemacht habt? Wer würde das schon sagen, dass das eine gerechte Strafe ist? Ist es eine Strafe? Ja, eine Strafe ist definitiv, ja, na klar, weil ich war draußen immer unterwegs. Ja. Aber kaum daheim gewesen. Ne? Mhm. Ja. Hier sitzt den ganzen Tag auf dem Nest und klotzt in die Röhre rein, sinnlos. Ne? Ja. Wir sehen uns morgen, ne? Jo, ciao. Viel Spaß. Gut, dann wünsche ich gute Nacht. Es ist schon ätzend, hier zu sein. Na toll. Meine erste Nacht im Gefängnis. So. Oh. Es wird nie ganz dunkel im Knast. Du hast immer noch die ganzen Beleuchtungen von draußen, die da hier reinstrahlen. Ein Kaffee wäre jetzt geil. Ich habe aber nur Wasser hier. Morgen. Und alles klar? Alles gut. Gut? Alles gut. Bin schon wach. Ehrlich gesagt freue ich mich jetzt auf die Arbeit. Also ist, ich glaube, alles besser als hier rumhängen. Hauptsache irgendwas zu tun. Trockene Brötchen und Wasser. Das war mein Frühstück. Jetzt geht's aber endlich ab in die Arbeit. Ich helfe heute in der Knastküche. Essen für die Beamten und die anderen Häftlinge kochen. Steve und Römi sind auch dabei. Aber gibt es dir auch das Gefühl, dass du hier eine Aufgabe hast, oder? Naja. Nee, du machst es einfach. Ja klar. Wie ist es, wenn man hier nicht so klarkommt eigentlich? Also wenn du zum Beispiel mit den Häftlingen nicht klarkommst. Wie ist denn die Hackordnung? Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, ist alles okay. Ist dir ja schon mal einer auf den Sack gegangen? Nee. Nee. Na gut, man kennt mich halt auch schon, gell? Man kennt dich schon? Ja. Hast du mal was mitbekommen von Leuten, die fertig gemacht wurden? Jo. Ja. Nee. Ich habe früher Leute fertig gemacht, ja. Du hast Leute fertig gemacht? Ja. Echt? Was hast du gemacht? Einen in die Fresse gehalten, was weiß ich. Im Knast.
Ja, ja, ich habe dreimal Nachschlag bekommen. Wegen Körperverletzung in Haft. Alter. Du warst der Typ, vor dem dann alle Angst hatten, oder wie? Ja, ja. Anti-Aggressionstraining und. Hat das was gebracht? Nee. Nee, echt nicht. Aber was wäre die Lösung, glaubst du, wie man mit dir umgehen muss? Gar nicht. War nicht möglich? Hätte keinen Sinn gehabt. Hat ja auch keinen Sinn gehabt damals. Weil egal, was ich für eine Strafe bekommen habe, war mir doch egal. Ich hatte eh nichts zu verlieren. Ach, ja, aber wieso? Ich check nicht, wieso es dir egal ist dann. Weil du hast ja doch was zu verlieren. Du hast ja dein Leben draußen zu verlieren. Hat so Knast auch ganz okay. Also ich glaube, mir hat es da gefallen. Also. Ja, dann ist der Knast zu weit, oder? Ja, na klar. Ist er? Ja, doch völlig. Boah. Aber genau das sagen mir viele Häftlinge hier. Und je jünger sie sind, desto häufiger landen sie wieder hinter Gittern. 70% werden wieder rückfällig im Jugendvollzug. Irgendwas läuft also schief. Und zwar im Knast oder dann, wenn die Leute wieder rauskommen. Hier in der Wohngemeinschaft Wendepunkt in Nürnberg wollen sie genau dagegen angehen. Bloß nicht wieder zurück ins Gefängnis. Darf ich mich einfach da hinsetzen? Super. Oh. Ich bin ja freiwillig da. Mhm. Aber so, ich habe mich eigentlich gleich angewöhnt. Ja. Die Leute waren alle optimal, wo da waren. Ja. Okay, ist so leicht hier reinzukommen, oder? Weil es ja begrenzte Plätze gibt. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen und wir haben momentan eine Warteliste. Warteliste? Ja. Mhm. Wir sind überfüllt momentan. Full House immer. Alex war 15 Monate im Knast. Wegen Urkundenfälschung und Betrug. Christoph hat 11 Monate bekommen, weil er in ein Autohaus eingebrochen ist. Die Therapieeinrichtung soll ihnen helfen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Und zwar mit ganz klaren Regeln. Erstmal, ihr tut das auspacken. Wir rechnen ab und danach geht ihr nochmal. Perfekt. Okay. Ist sie nicht kalt? Na. No. Sicher? Ja, natürlich. Heute zum Beispiel einkaufen fürs gemeinsame Mittagessen. Wie war für dich der Übergang so aus dem Gefängnis dann hierher? Am Anfang war es mir ungewohnt. Ich war zwar nicht so lange inhaftiert, aber 15 Monate war ich drinnen. Aber hattest du damals Angst davor? Was? Hey, okay, jetzt bin ich gesessen. Was mache ich jetzt? Ja, aber ich habe gewusst, wo ich in die Einrichtung reingehe. Manche brauchen halt viel Hilfe. Wir machen viele Ausflüge. Mhm. Wir machen viel Einzelgespräche, alles drum und dran. Und das tut dir gut? Ja, es tut uns alle gut eigentlich. Okay, dann packen wir es mal rein. Schauen wir mal. Wie ist es dann, wenn man das erste Mal wieder rauskommt und dann das erste Mal wieder in einem Supermarkt ist? Also ich bin raus und habe mich erst mal gar nicht ausgekannt, weil alles umgestellt war wie früher. Mhm. Musste mir das Zeug erst mal suchen, ja. Weißt du noch, was du dir gekauft hast? Ich glaube irgendwie so Suppe-mäßig. Okay. Wie war es bei dir? Das erste Mal, wo ich Essen nach Hause habe ich dann einen Döner-Teller gegessen. Also der war riesengroß, habe ich fast gar nicht geschafft. Ne? Der Wanda, was für die Oma wohnt, ist so kaputt. Da kaufe ich hier was. Die Wanda ist eure Chefin, ja, in der Küche, genau, oder? Genau, richtig. Für dich, schau. Womit hatte ich das für dich? Wo bist du Oma wohnt heute? Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Die waren geklaut. Nein. Na, Spaß. Na, ich glaube, sie ziehen ein. Oh, sie brauchen Therapie. Nein. Suchtgruppe. Richtige kriminelle Energie. Nein. Nur in Gedanken. Nur in Gedanken. Die Zeit im Knast war eine harte Belastung für Alex und Christoph. Auch für ihre Freunde und ihre Familien. Viele Beziehungen gehen während der Haft kaputt. Dabei sind es ja genau die Kontakte zu den Leuten draußen, die einem nach der Entlassung helfen, nicht wieder drinnen zu landen. Wenn man sich mal die Quoten anschaut, das fand ich echt krass, wie viele Leute rückfällig werden. Ja. Dann müsste wahrscheinlich einer von euch beiden bald wieder im Gefängnis landen. Nee. Wenn sich mal statistisch gesehen. Nee. Und das kommt immer auf einen drauf an. Wie hat sich bei euch das verändert mit Kumpels, Freunden, Familie, als ihr dann auf einmal eingewandert seid? Ja, bei mir haben sich die Brüder den Kontakt abgebrochen und da baue ich wieder auf den Kontakt, also mit einem bin ich fast wieder in Kontakt. Die haben gesagt, sie wollen nichts mehr mit dir zu tun. Genau, richtig, ja. Bei vielen so. Aber wen hast du da noch aus deiner Familie? Gar keinen mehr momentan. Nur Freunde halt. Jetzt seid ihr ja quasi in einer betreuten Wohneinrichtung, kann man ja sagen. Was
Wäre passiert, wenn ihr da nicht genommen worden werdet? Also das straffällig auf jeden Fall wert, denke ich mal. Also, dass man wieder reinkommt. Wäre passiert bei dir, meinst du? Ja. Ja, aber es geht ja auch vielen so, dass sie eben nicht in so eine Institution können. Ja, dann können sie, kommen sie halt raus, gehen halt über die Brücke oder irgendwo hin, wo sie sonst hingehen. Und dann machen wieder viele Straftaten. Kennt ihr Leute, die rückfällig geworden sind? Ja, manche hören halt nicht auf damit, manche machen halt weiter wie vorher, denken sich, okay, in Ordnung. Knast was Schöne wieder hausen. Ja, Sorgen hast du eigentlich keine im JVA. Du kriegst da Essen, du hast da Arbeit, du schläfst, hast Dach über dem Kopf. Brauchst du keine Sorgen machen. Kein Strom, kein Miete, gar nichts. Zeit geht vorbei. Ja. Ja, aber das ist ja vielleicht genau das Problem, oder? Dass du da halt drin bist, du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Nee, und dann kommst du raus und dann fehlt das, was vorher alles für dich geklärt war. Ja, und dann heißt es, okay, in Ordnung, ich hab keinen, wo ich hingehen kann. Nächsten Straftat. Und dann wirst du verhaftet und dann quält er wieder ein. Dann sind wieder viele glücklich. Alex und Christoph wollen ein neues Leben starten. Die Wohntherapie hilft ihnen dabei. Und auch wenn bestimmt nicht alle Ex-Knackis Bock auf so eine Einrichtung haben, es wäre gut, wenn es mehr davon gäbe. Aber klar, die Frage ist halt, ob man überhaupt etwas ändern will, wenn man mal wieder draußen ist. Okay. Ich war noch nicht mal im Fitnessstudio, deswegen ist das jetzt hier für mich doppelt schön. Schau dir das mal an. Da ist quasi nichts vorhanden. Ah! Jawohl. Wann kommst du raus? Am Mittwoch. Jetzt in 2 Tagen. Zeit wird's. Zeit wird's. Ja, reicht. Und kannst du dann wieder einen Job anfangen oder wie läuft's dann überhaupt? Also ich will dann mich wieder bewerben, logisch. Ah, okay, aber du hast jetzt noch nichts. Ja, so jetzt eine hundertprozentige Zusage habe ich noch nicht. Okay. Du kommst immer wieder. Meinst du? Ja. Meinst du, er kommt wieder? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Meinst du es ernst oder ist er so Spaß? Doch, ich denke mal schon, dass du ein bisschen was dazugelernt hast, Bruder, gell, Michi? Okay. So sind sie halt, ne? Ja, okay. Wenn du mal eine Prozentangabe machen musstest, wie viel Prozent glaubst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wiederkommst? Nicht hoch, 20%. 20%? Ja, okay. Tino war 5 Monate hier drin. Jetzt will er es schaffen. Er hat noch 2 Nächte im Knast. Für mich ist es schon die letzte. So, geh los. Okay. Sachen nehmen, vorgehen. Hoffe, du kommst nicht wieder. Passt, ich kann, glaube ich, darauf verzichten. So, und dann geht's dann los. Ja, Bartlewski, bitteschön. Und bevor ich endlich rauskomme, setzen Sie sich mal, Herr Bartlewski. Ja. Geht's noch zum Entlassungsgespräch mit der Gefängnisleiterin. Wie ist es dann, wenn jetzt ein Häftling sonst auch hier sitzt? Ja. Ist ja dann Entlassungsgespräch. Ne? Ja. Und Sie wissen, dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder da sein wird. Redet man darüber oder wie läuft das ab? Na, ich sag eigentlich immer nur, ich hoffe, Sie schaffen es jetzt draußen. Merken Sie an der Antwort, ob er es schaffen wird? Ja, in der Antwort nicht, weil jeder, der hier sitzt, sagt, ich komme auf jeden Fall nicht wieder. Aber manchmal weiß man, der kommt wieder. Ja, es gibt ja sogar jemanden bei uns, der will im Knast bleiben. Dem habe ich gestern gesprochen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Mit dem habe ich schon vor 4 Jahren gesprochen. Da habe ich gedacht, den kriegen wir schon hin. Und jetzt sagt er gestern zu mir, er will auf Dauer im Knast bleiben und irgendwas macht er wieder. Was wollen Sie dazu sagen? Das sagt er Ihnen hier? Das sagt er mir hier. Also was bringt ein Knast dann überhaupt, wenn die Leute sowieso danach wieder rückfällig werden? Das liegt auch an ihm selber. Wir machen ja hier alles. Wir geben dem Ausbildung, wir versuchen die Freizeit zu gestalten, wir machen Sozialtherapie. Im Prinzip sind die hier täglich, also Tag und Nacht betreut. Und dann kommen sie raus und dann haben sie das alles wieder vergessen. Gibt es irgendeine Lösung? Oder muss es noch härter werden? Wir denken, wir haben hier die richtige Lösung gefunden. Ich weiß keine bessere Lösung. Sie können nicht jemanden, der sein Leben lang irgendwie mit hart verhandelt wurde, hier auch noch mit Härte begegnen. Das bringt ja nichts. Und er muss ja auch selber irgendwann mal sagen, jetzt bin ich alt genug und jetzt muss ich mal den Absprung schaffen. Bevor ich den Absprung mache, noch mal die Frage. Wie schlimm ist Knast?
Ich fand's ziemlich übel. Man ist eingesperrt, es ist furchtbar langweilig und man muss das tun, was einem gesagt wird. Schlimmer als der Freiheitsentzug ist aber, wenn andere Häftlinge einem das Leben zur Hölle machen. Und Hartar hat mir erzählt, man kann im Knast sogar noch krimineller werden. Trotzdem, wer Scheiße baut, der muss irgendwie bestraft werden. Der Knast kann dabei eine Lektion sein. Wer aber nichts zu verlieren hat, den schreckt auch das nicht unbedingt ab. Der landet vielleicht wieder hinter Gittern. Wer es schaffen will, der muss sein Leben wirklich ändern wollen. Morgen. Jetzt ein Handy zurück. Super. Geil. Freiheit. Oh. Mama mia. Oh. Scheiße. Auf jeden Fall happy. Ich kann jetzt einfach irgendwo hingehen, wo ich möchte. Begleitet mich niemand. Also ich bin auf jeden Fall mega froh, jetzt wieder draußen zu sein. Schauen wir mal. Wie ist es dann, wenn man das erste Mal wieder rauskommt und dann das erste Mal wieder in einem Supermarkt ist? Also ich bin raus und habe mich erstmal gar nicht ausgekannt, weil alles umgestellt war wie früher. Musste mir das Zeug erstmal suchen, ja. Weißt du noch, was du dir gekauft hast? Ich glaube irgendwie so Suppe-mäßig. Okay. Wie war es bei dir? Das erste Mal, wo ich Essen nach Hause habe ich dann einen Döner-Teller gegessen. Also der war riesengroß, habe ich fast gar nicht geschafft. Ne? Auf der Wanda was für die Oma wohnt, ist so kaputt. Da kaufe ich ihr was. Die Wanda ist eure Chefin, ja, in der Küche, genau, oder? Genau, richtig. Für dich, schau. Womit hatte ich das für dich? Wo bist du Oma wohnt heute? Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Die waren geklaut. Nein. Na, Spaß. Na, ich glaube, sie ziehen ein. Oh, sie brauchen Therapie. Nein. Suchtgruppe. Richtige kriminelle Energie. Nein. Nur in Gedanken. Nur in Gedanken. Die Zeit im Knast war eine harte Belastung für Alex und Christoph. Auch für ihre Freunde und ihre Familien. Viele Beziehungen gehen während der Haft kaputt. Dabei sind es ja genau die Kontakte zu den Leuten draußen, die einem nach der Entlassung helfen, nicht wieder drinnen zu landen. Wenn man sich mal die Quoten anschaut, das fand ich echt krass, wie viele Leute rückfällig werden. Ja. Dann müsste wahrscheinlich einer von euch beiden bald wieder im Gefängnis landen. Nee. Wenn sich mal statistisch gesehen. Nee. Und das kommt immer auf einen drauf an. Wie hat sich bei euch das verändert mit Kumpels, Freunden, Familie, als ihr dann auf einmal eingewandert seid? Bei mir haben sich die Brüder den Kontakt abgebrochen und da baue ich wieder auf den Kontakt, also mit einem bin ich fast wieder in Kontakt. Die haben gesagt, sie wollen nichts mehr mit dir zu tun. Genau, richtig, ja. Bei vielen so. Aber wen hast du da noch aus deiner Familie? Gar keinen mehr momentan. Nur Freunde halt. Jetzt seid ihr ja quasi in einer betreuten Wohneinrichtung, kann man ja sagen. Was wäre passiert, wenn ihr da nicht genommen worden werdet? Also das straffällig auf jeden Fall wert, denke ich mal. Also, dass man wieder reinkommt. Wer passiert bei dir mal? Ja. Ja, aber es geht ja auch vielen so, dass sie eben nicht in so eine Institution können. Ja, dann können sie, kommen sie halt raus, gehen halt über die Brücke oder irgendwo hin, wo sie sonst hingehen. Dann machen wieder viele Straftaten. Kennt ihr Leute, die rückfällig geworden sind? Ja, manche hören halt nicht auf damit, manche machen halt weiter wie vorher, denken sich, okay, in Ordnung. Das ist was Schönes wieder hausen. Sorgen hast du eigentlich keine mehr, JVA. Du kriegst da Essen, du hast da Arbeit, du schläfst, hast Dach über dem Kopf. Darfst du keine Sorgen machen. Kein Strom, keine Miete, gar nichts. Ja. Ja, aber das ist ja vielleicht genau das Problem, oder? Dass du da halt drin bist, du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Nee, und dann kommst du raus und dann fehlt das, was vorher alles für dich geklärt war. Ja, und dann heißt es, okay, in Ordnung, ich habe keinen, wo ich hingehen kann. Nächsten Straftaten. Und dann wirst du verhaftet und dann quält er wieder ein. Dann sind wieder viele glücklich. Alex und Christoph wollen ein neues Leben starten. Die Wohntherapie hilft ihnen dabei. Und auch wenn bestimmt nicht alle Ex-Knackis Bock auf so eine Einrichtung haben, es wäre gut, wenn es mehr davon gäbe. Aber klar, die Frage ist halt, ob man überhaupt etwas ändern will, wenn man mal wieder draußen ist. Okay.
Ich war noch nie mal im Fitnessstudio, deswegen ist das jetzt hier für mich doppelt schön. Schau dir das mal an. Da ist quasi nichts vorhanden. Ah! Ah! Jawohl. Wann kommst du raus? Am Mittwoch, jetzt in 2 Tagen. Zeit wird's. Zeit wird's. Oh. Ja, reicht. Und kannst du dann wieder einen Job anfangen oder wie läuft's dann überhaupt? Also ich werde dann mich wieder bewerben, logisch. Ah, okay, aber du hast jetzt noch nichts. Ja, so jetzt eine hundertprozentige Zusage habe ich noch nicht. Du gehst halt in die Kneipe, triffst dich voll und irgendeiner kommt immer. Ja, dafür sind Kneipen da, gell? Irgendeiner kommt immer und quatscht dich mit voll. Und dann denkst du dir da. Was war's bei dir? Ja, wir waren halt so immer mal Kirmes. Ja, und da hat es halt öfters mal geknallt. Ne? Das ist, auch mal ein paar Nasen gebrochen und so. Und Alkohol. Und dann geht das schnell. Das ist halt schnell reizbar, dann die ganze Sache. Weil ich bin ja hier, um rauszufinden, was also quasi was Knast bringt. Das ist halt auch eine Ansichtssache, wie du an die ganze Sache rangehst. Gell? Es gibt ja Leute, die brechen da an Tränen aus und kriegen da hier irgendwie psychischen Zusammenbrüche. Na gut, aber sind halt auch selber dran schuld, gell? Mhm. Also ich saß schon 4 Jahre am Stück, die sind an mir vorbeigerauscht, die hab ich nicht gemerkt. 4 Jahre am Stück? Und da, boah, die sind an mir vorbei. Alter, wie viele Jahre saß du schon im Gefängnis? 6 jetzt. Ja. Alles zusammengerechnet? Ja. Und da kommen aber jetzt noch mal 3 dazu, ja. Boah, 9 Jahre, bevor er 30 ist. Also wirklich abschrecken kann der Knast für ihn nicht gewesen sein. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied zwischen Kameras an und Kameras aus, weil die Leute viel deutlicher sind, viel aggressiver auch, wenn die Kamera nicht an ist. Du hörst ganz schlimme Geschichten von Gewalt unter Häftlingen. Du hörst Geschichten, wie hier überall auf die absurdesten Wege Drogen reingeschmuggelt werden. Es ist eine andere Welt hier. Studien zeigen aber ziemlich deutlich, wie krass es hier abgeht. 25% der Gefangenen im Jugendstrafvollzug nehmen Drogen. Und fast 50% wurden schon mal von Mithäftlingen verprügelt. Knast kann also ganz schön scheiße sein. Wie man mit dem Alltag hier trotzdem einigermaßen klarkommt, das will ich am Abend von Ramon wissen. Dem 4. auf unserem Flur. Könnt ihr euch noch an eure erste Nacht erinnern? Weil ich werde ja heute das erste Mal auch hier schlafen. Ja, ist nicht meine erste Haftzeit. Wie oft warst du schon? 4. Mal. Das erste Mal in der Haft, die Nacht so, war schon eine Umstellung. Von draußen, ordentliches Bett und alles. Und ja. Wieso ist es so schwer, dann draußen einfach nicht kriminell zu sein? Ja, wenn man einmal in die Kreise reingerutscht ist. Ja. Es ist dann schwer, den Freundeskreis abzubrechen und da zu sagen, bis hierher nicht weiter. Ja. Mhm. Es ist halt dann. Muss man vielleicht die Stadt gleich wechseln? Ja, zum Beispiel. Aber die Sache ist, wenn man allgemein solche Leute in seiner Heimatstadt gekannt hat, tut man auch in der nächsten Stadt solche Leute kennenlernen. Das ist, da kann man hinziehen, wo man will. Wenn man selber nicht sagt. Das ist die Sache, wenn man selber nicht sagt, bis hierher nicht weiter, dann. Wird das immer wieder passieren. Ja. Meinst du, das kommt mal bei dir, dass du sagst, ich möchte mein Leben ändern? Bei mir ist es jetzt so weit, ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Mhm. Aber meint ihr, das ist die gerechte Strafe, die ihr bekommen habt, für das, was ihr gemacht habt? Wer würde das schon sagen, dass das eine gerechte Strafe ist? Ist es eine Strafe? Ja, eine Strafe ist definitiv, ja, na klar, weil ich war draußen immer unterwegs. Ja. Aber kaum daheim gewesen. Ne? Mhm. Ja. Hier guckst du den ganzen Tag auf dem Nest und glotzt in die Röhre rein, sinnlos. Ne? Ja. Wir sehen uns morgen, ne? Jo, ciao. Viel Spaß. Gut, dann wünsche ich gute Nacht. Es ist schon ätzend, hier zu sein. Na toll. Meine erste Nacht im Gefängnis. So. Oh.
Wenn Leute große Scheiße bauen, dann sperren wir sie weg ins Gefängnis. Aber was in einem Gefängnis wirklich passiert, davon habe ich keine Ahnung. Das wissen wir irgendwie gar nicht. Werden die Leute da wirklich zu besseren Menschen oder wird da eigentlich alles noch viel schlimmer? Die Frage, wie schlimm ist Knast? Gibt es hier Leute, vor denen du Angst hast? Nö, wieso? Ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Also was bringt den Knast dann überhaupt? Man muss doch selber irgendwann mal sagen, jetzt bin ich alt genug und jetzt muss ich mal den Absprung schaffen. Hallo. Ich ziehe hier die nächsten Tage ein. Zunge bitte nach oben. Das ist die Kontrolle, ob eventuell Drogen versteckt sind unter der Zunge. Sie behalten im Prinzip nichts, was Sie jetzt hier haben am Mann. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen. 180 Gefangene sitzen hier. Junge Kriminelle zwischen 15 und 29. Und ich jetzt auch. Hier geht's schon los. Das ist der Sicherheitsbereich. Und wie ich gehen alle an ihrem ersten Tag diese Gänge entlang zur Kleiderkammer. Bekleidungsgegenstände von Insassen, genau. Oh Mann, mit wem werde ich wohl die nächsten Tage Tür an Tür wohnen? Puh. Wer ist denn hier alles eigentlich für Insassen? Sind ja auch Mörder dabei? Da ist alles dabei. Also vom Schwarzfahrer, der immer wieder erwischt wurde, bis hin zum Mörder. Aber wer wegen was drin ist, das sieht man den Leuten nicht an. Im Knast herrscht Einheitslook. Ja, es ist halt so. Das ist doch eine Diskriminierung. Aber glauben Sie mir, in dem Moment ist es völlig egal, wenn Sie hier wirklich für längere Zeit sein müssen. Da spielt das die wenigste Rolle. Das ist wirklich total strange. Man hat hier so eine Trage mit Zeug, was einem gehört. Also ich kann es irgendwie noch nicht glauben. Tja, dann warten Sie erstmal auf Ihren Haftraum. Haus 2, Erdgeschoss. Auf diesem Flur bin ich zusammen mit vier weiteren Häftlingen. Ich bin echt gespannt, auf wen ich hier so treffe. Okay. Das ist da Freihof. Also rausrufen, rausschmeißen, alles verboten. Das Bekleben der Wände ist verboten. Aus dem einfachen Grunde, weil hinter den Postern manipuliert werden kann, dann können Drogen versteckt werden. Deswegen haben wir das hier so gemacht. Es passiert einfach gar nichts. Man hat irgendwie gedacht, dass sich vielleicht irgendwas bewegt oder so. Aber es passiert einfach null. 3 Stunden Einschluss. Das heißt, ich bin alleine eingesperrt in meiner Zelle. Und zwar bis zum Mittagessen. Dann erst lerne ich die anderen kennen. Verdammt viel Zeit zum Nachdenken. In Deutschland sitzen etwa 65.000 Leute im Knast. Und zwar vor allem Männer. Fast die Hälfte wurde eingesperrt, weil sie an Geld anderer ran wollten. Wegen Drogen sitzen 13%. Und jeder fünfte Häftling ist wegen Gewalt im Knast. Im Extremfall ging es dabei um Leben oder Tod. Hier drin kann ich also auf echt harte Jungs treffen. Endlich seid ihr da. Es wird nie ganz dunkel im Knast. Du hast immer noch die ganze Beleuchtung von draußen, in der hier reinstrahlen. Ein Kaffee wäre jetzt geil. Ich habe aber nur Wasser hier. Morgen. Morgen. Und, alles klar? Alles gut. Gut? Alles gut, bin schon wach. Ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt auf die Arbeit. Also es, ich glaube, alles besser als hier rumhängen. Hauptsache irgendwas zu tun. Trockene Brötchen und Wasser. Das war mein Frühstück.
Jetzt geht's aber endlich ab in die Arbeit. Ich helfe heute in der Knastküche. Essen für die Beamten und die anderen Häftlinge kochen. Steve und Römi sind auch dabei. Aber gibt es dir auch das Gefühl, dass du hier eine Aufgabe hast, oder? Naja. Nee, du machst es einfach. Ja, klar. Wie ist es, wenn man hier nicht so klarkommt eigentlich? Also wenn du zum Beispiel mit den Häftlingen nicht klarkommst. Wie ist denn hier die Hackordnung? Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, ist alles okay. Ist dir schon mal einer auf den Sack gegangen? Nee. Nee. Na gut, man kennt mich halt auch schon, gell? Man kennt dich schon? Ja. Hast du mal was mitbekommen von Leuten, die fertig gemacht wurden? Jo. Ja. Nee. Ich habe früher Leute fertig gemacht, ja. Du hast Leute fertig gemacht? Ja. Echt? Was hast du gemacht? Einen in die Fresse gehalten, was weiß ich. Im Knast? Ja, ja. Ich habe dreimal Nachschlag bekommen. Wegen Körperverletzung in Haft. Alter. Du warst der Typ, vor dem dann alle Angst hatten, oder wie? Ja, ja. Anti-Aggressionstraining und. Hat das was gebracht? Nee. Nee, echt nicht. Aber was wäre die Lösung, glaubst du, wie man mit dir umgehen muss? Gar nicht. War nicht möglich? Hätte keinen Sinn gehabt. Hat ja auch keinen Sinn gehabt damals. Weil egal, was ich für eine Strafe bekommen habe, war mir doch egal. Ich hatte doch eh nichts zu verlieren. Ja, aber wieso? Ich check nicht, wieso es dir egal ist dann. Weil du hast ja doch was zu verlieren. Du hast ja dein Leben draußen zu verlieren. Hast du im Knast auch ganz okay. Also ich glaube, mir hat es da gefallen. Also. Ja, dann ist der Knast zu weit, oder? Ja, na klar. Ist er? Ja, das will ich. Boah, aber genau das sagen mir viele Häftlinge hier. Und je jünger sie sind, desto häufiger landen sie wieder hinter Gittern. 70% werden wieder rückfällig im Jugendvollzug. Irgendwas läuft also schief. Und zwar im Knast oder dann, wenn die Leute wieder rauskommen. Hier in der Wohngemeinschaft Wendepunkt in Nürnberg wollen sie genau dagegen angehen. Bloß nicht wieder zurück ins Gefängnis. Darf ich mich einfach da hinsetzen? Super. Oh. Ich bin ja freiwillig da. Mhm. Aber so, ich habe mich eigentlich gleich angewöhnt. Ja. Die Leute waren alle optimal, wo da waren. Ja. Okay, ist so leicht hier reinzukommen, oder? Weil es ja begrenzte Plätze gibt. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen und wir haben momentan eine Warteliste. Warteliste? Ja. Mhm. Wir sind überfüllt momentan. Full House immer. Alex war 15 Monate im Knast. Wegen Urkundenfälschung und Betrug. Christoph hat 11 Monate bekommen, weil er in ein Autohaus eingebrochen ist. Die Therapieeinrichtung soll ihnen helfen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Und zwar mit ganz klaren Regeln. Erstmal, ihr tut das auspacken. Wir rechnen ab und danach geht ihr nochmal. Perfekt. Okay. Ist sie nicht kalt? Na. No. Sicher? Ja, natürlich. Heute zum Beispiel einkaufen fürs gemeinsame Mittagessen. Wie war für dich der Übergang so aus dem Gefängnis dann hierher? Am Anfang war es mir ungewohnt. Ich war zwar nicht so lange inhaftiert, aber 15 Monate war ich drinnen. Aber hattest du damals Angst davor, was, hey, okay, jetzt bin ich gesessen, was mache ich jetzt? Ja, aber ich habe gewusst, wo ich in die Einrichtung reingehe. Manche brauchen halt viel Hilfe. Wir machen viele Ausflüge. Mhm. Wir machen viel im Einzelgespräche, alles drum und dran. Und das tut dir gut? Ja, es tut uns alle gut eigentlich. Okay, dann packen wir es mal rein. Oh Gott, ey. Das nervt nur noch. Also ich bin echt immer geschwankt zwischen total wütend werden und so. Ah. Und dann so resignieren. Ah. Okay. Nach 2 Stunden endlich raus. Eine halbe Stunde haben wir fürs Mittagessen. Und endlich lerne ich auch die Leute kennen, mit denen ich mir die nächsten Tage einen Gang teile. Und eine Dusche. Okay. Steve, Römi, Michael. Wie ist das Essen hier? Gut, wir kochen selber, wir sind in der Küche. Ja. Ach, ihr macht Küche? Ach, cool. Okay. So. Und bist du jetzt erst gekommen, wohin oder was? Ja. Eingekleidet, Kammer, das Übliche. Eingekleidet, Kammer, ausziehen. Du warst vorher schon mal hier. Nee, hier nicht. Aber andere Anstalten. Okay. Das ist jetzt quasi die 6. Anstalt in Thüringen, die ich besuche. Ach Quatsch. Ja. Warst du auch schon öfters? Ja. Wie oft? 6. Mal. Ah, okay. Seit meinem 14. Lebensjahr.
regelmäßig. Das sind ja Knastprofis. Ja. Quasi. Ich kann nicht aufhören, in die Augen zu schauen. Ach so. Ja. Was ist das? Tätowiert. Ach, krass. Manchmal sind ja die Leute, die am gefährlichsten ausschauen, überhaupt nicht gefährlich. Und die Leute, die nicht gefährlich ausschauen. Oder sieht man das? Siehst du es jemand an, ob jemand gefährlich ist? Ja. Ich meine, nee. Dass du von mir keine Angst hast, ist mir schon klar. Ja. Ja, ist jetzt nicht unbedingt. Aber gibt es hier Leute, von denen du Angst hast? Nö, nee, wieso? Hey, Moment mal, ich bin noch nicht mal fertig mit dem Essen und muss schon wieder zurück in die Zelle. Na dann, bis später. Okay, bis später. Wir gehen einfach so rein. Ich mach halt vor. Herr Bordeski, Freihof. Los geht's. Endlich. Endlich, ja. Ja. Endlich raus. Endlich raus. Eine Stunde Freihof. So viel steht jedem Häftling zu. Abwechslung tut nach 3 Stunden in der Zelle verdammt gut. Stimmung ist auch okay, aber unterschwellig auch ein bisschen angespannt. Eigentlich könnten an die 30 Leute aus meinem Zellenblock hier sein. Aber auf dem Hof sind heute nur 10. Einige bleiben anscheinend lieber in der Zelle, weil sie keinen Bock haben. Vielleicht auch keinen Bock auf die Leute, mit denen ich jetzt draußen bin. Neben Römi, den ich beim Mittagessen kennengelernt habe, treffe ich Tino. Der wohnt auch auf meinem Gang. Erste Mal hier oder was? Ja, nee, das erste Mal in Haft. Ah, okay. Hat er dir dann schon Tipps gegeben? Das ist doch alles ganz easy. Aber auf jeden Fall das letzte Mal. Wie oft hast du schon gesagt, dass es das letzte Mal ist? Das erste Mal sag ich das jetzt. Echt? Ja, sonst war es mir egal. Ich habe bei meiner letzten Inhaftierung habe ich vorher ein kleines Zettelchen geschrieben. Freitag bin ich da. Das wussten die schon Bescheid, dass ich komme. Und dann war ich da und das war halt wie ein großes Klassentreffen. Und da freut man sich halt, dass man sich wieder sieht. Da verbringt man halt die Zeit miteinander, hat gute Laune und dann geht man halt wieder raus. Gell. Aber Zeiten ändern sich, man wird ja älter. Gell. Jetzt habe ich andere Ziele. Was sind die Ziele? Frau, Kind, Wohnung, Arbeit, meine guten Freunde behalten, mein Hund. Urlaub an der Nordsee, das wäre schon was. Ja, aber wird noch dauern. Naja. Wie war es denn für dich, hierher zu kommen? Naja, so der erste Monat, das war schon so scheiße, ne? Weil du viel drüber nachdenkst, so, was die Leute dann draußen machen und so. Ne? Die erste Zeit so. Die Sache ist ja bei uns, wir wissen ja, warum wir hier sind. Ja, ja. Darf ich mal fragen, wieso bist du denn hier? Körperverletzung. Also immer Kneipe gegangen, gesoffen, Ohrfeigen verteilt, ne? Anzeige gekriegt. Und dann, weil dir einer nicht gepasst hat oder wie? Einfach. Nö, naja, manchmal hat man das halt. Da rutscht man in eine scheiß Lebenslage. Und dann denkt man sich, ach, ist mir jetzt aber eigentlich auf völlig Hube, gell? Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Wie man mit dem Alltag hier trotzdem einigermaßen klarkommt, das will ich am Abend von Ramon wissen, dem 4. auf unserem Flur. Könnt ihr euch noch an eure erste Nacht erinnern? Weil ich werde ja heute das erste Mal auch hier schlafen. Ja, ist nicht meine erste Haftzeit. Wie oft warst du schon? 4. Mal. Das erste Mal in der Haft, die Nacht so, war schon eine Umstellung. Von draußen, ordentliches Bett und alles. Und ja. Wieso ist es so schwer, dann draußen einfach nicht kriminell zu sein? Ja, wenn man einmal in die Kreise reingerutscht ist. Ja. Es ist dann schwer, den Freundeskreis abzubrechen und da zu sagen, bis hierher nicht weiter. Ja. Mhm. Das ist halt dann. Muss man vielleicht die Stadt gleich wechseln? Ja, zum Beispiel. Aber die Sache ist, wenn man allgemein solche Leute in seiner Heimatstadt gekannt hat, tut man auch in der nächsten Stadt solche Leute kennenlernen. Da kann man hinziehen, wo man will. Wenn man selber nicht sagt. Das ist die Sache, wenn man selber nicht sagt. Bis hierher und nicht weiter, dann wird das immer wieder passieren. Ja. Meinst du, das kommt mal bei dir, dass du sagst, ich möchte mein Leben ändern? Bei mir ist es jetzt so weit, ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Mhm. Aber meint ihr, das ist die gerechte Strafe, die ihr bekommen habt, für das, was ihr gemacht habt? Wer würde das schon sagen, dass das eine gerechte Strafe ist? Ist es eine Strafe? Ja, eine Strafe ist definitiv, ja, na klar. Weil ich war draußen immer unterwegs. Ja. Aber kaum daheim gewesen. Mhm. Ja. Hier hockst du den ganzen Tag auf dem Nest und klotzt in die Röhre rein, sinnlos. Ne? Ja. Wir sehen uns morgen, ne? Ja, viel Spaß.
Gut, dann wünsche ich gute Nacht. Das ist schon ätzend, hier zu sein. Na toll. Meine erste Nacht im Gefängnis. Wenn Leute große Scheiße bauen, dann sperren wir sie weg ins Gefängnis. Aber was in einem Gefängnis wirklich passiert, davon habe ich keine Ahnung. Das wissen wir irgendwie gar nicht. Werden die Leute da wirklich zu besseren Menschen oder wird da eigentlich alles noch viel schlimmer? Die Frage, wie schlimm ist Knast? Gibt es hier Leute, vor denen du Angst hast? Nö, wieso? Definitiv, ja, na klar. Weil ich war draußen immer unterwegs. Ja. Aber kaum daheim gewesen. Mhm. Ja. Hier hockst du den ganzen Tag auf dem Nest und klotzt in die Röhre rein, sinnlos. Ne? Ja. Wir sehen uns morgen, ne? Jo, ciao. Viel Spaß. Gut, dann wünsche ich gute Nacht. Das ist schon ätzend, hier zu sein. Na toll. Meine erste Nacht im Gefängnis. So. Wenn Leute große Scheiße bauen, dann sperren wir sie weg ins Gefängnis. Aber was in einem Gefängnis wirklich passiert, davon habe ich keine Ahnung. Das wissen wir irgendwie gar nicht. Werden die Leute da wirklich zu besseren Menschen oder wird da eigentlich alles noch viel schlimmer? Die Frage, wie schlimm ist Knast? Gibt es hier Leute, vor denen du Angst hast? Nee, wieso? Ich hab keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Also was bringt ein Knast dann überhaupt? Du musst doch selber irgendwann mal sagen, jetzt bin ich alt genug und jetzt muss ich mal den Absprung schaffen. Hallo. Ich ziehe hier die nächsten Tage ein. Zunge bitte nach oben. Das ist die Kontrolle, ob eventuell Drogen versteckt sind unter der Zunge. Sie behalten im Prinzip nichts, was Sie jetzt hier haben, am Mann. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen. 180 Gefangene sitzen hier. Junge Kriminelle zwischen 15 und 29. Und ich jetzt auch. Hier geht's schon los. Das ist der Sicherheitsbereich. Und wie ich gehen alle an ihrem ersten Tag diese Gänge entlang. Zur Kleiderkammer. Bekleidungsgegenstände von Insassen, genau. Oh Mann, mit wem werde ich wohl die nächsten Tage Tür an Tür wohnen? Puh. Wer ist denn hier alles eigentlich? Für momentan full house immer. Alex war 15 Monate im Knast, wegen Urkundenfälschung und Betrug. Christoph hat 11 Monate bekommen, weil er in ein Autohaus eingebrochen ist. Die Therapieeinrichtung soll ihnen helfen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Und zwar mit ganz klaren Regeln. Erstmal, ihr tut das auspacken. Wir rechnen ab und danach geht ihr nochmal. Perfekt. Okay. Ist sie nicht kalt? Na. No. Sicher? Ja, natürlich. Heute zum Beispiel einkaufen fürs gemeinsame Mittagessen. Wie war für dich der Übergang so aus dem Gefängnis dann hierher? Am Anfang war es mir ungewohnt. Ich war zwar nicht so lange inhaftiert, aber 15 Monate war ich drinnen. Aber hattest du damals Angst davor, was, hey, okay, jetzt bin ich gesessen, was mache ich jetzt?
Ja, aber ich habe gewusst, wo ich in die Einrichtung reingehe. Manche brauchen halt viel Hilfe. Wir machen viele Ausflüge. Mhm. Wir machen viel Einzelgespräche, alles drum und dran. Und das tut dir gut? Ja, es tut uns alle gut eigentlich. Okay, dann packen wir es mal rein. Oh Gott, ey. Das nervt nur noch. Also ich bin echt immer geschwankt zwischen total wütend werden und so. Ah, und dann so resignieren. Ah, okay. Nach 2 Stunden endlich raus. Eine halbe Stunde haben wir fürs Mittagessen. Und endlich lerne ich auch die Leute kennen, mit denen ich mir die nächsten Tage einen Gang teile. Und eine Dusche. Okay, Steve, Rumi, Michael. Wie ist das Essen hier? Gut, wir kommen selber, wir sind in der Küche. Ja. Ach, ihr macht Küche? Ah, cool. Okay. So, und bist du jetzt erst gekommen, wohin oder was? Ja. Hm. Eingekleidet, Kammer, das Übliche. Eingekleidet, Kammer, ausziehen. Ja, du warst vorher schon mal hier. Nee, hier nicht. Aber andere Anstalten. Okay. Das ist jetzt quasi die 6. Anstalt in Thüringen, die ich besuche. Ach Quatsch. Ja. Warst du auch schon öfters? Ja. Wie oft? 6. Mal. Ah, okay. Seit meinem 14. Lebensjahr. Regelmäßig. Das sind ja Knastprofis. Ja. Quasi. Ich kann nicht aufhören, die Augen zu schauen. Ach so. Ja. Was ist das? Tätowiert. Ach, krass. Manchmal sind ja die Leute, die am gefährlichsten ausschauen, überhaupt nicht gefährlich. Und die Leute, die nicht gefährlich ausschauen. Oder sieht man das? Siehst du es jemand an, ob jemand gefährlich ist? Ja. Ich meine, nee. Dass du von mir keine Angst hast, ist mir schon klar. Ja. Ja, ist jetzt nicht unbedingt. Aber gibt es hier Leute, von denen du Angst hast? Nö, nee, wieso? Oh, hey, Moment mal, ich bin noch nicht mal fertig mit dem Essen und muss schon wieder zurück in die Zelle. Dann, bis später. Okay. Wenn ein Poster manipuliert werden kann, dann können Drogen versteckt werden. Okay. Deswegen haben wir das hier so gemacht. Okay. Es passiert einfach gar nichts. Man hat irgendwie drauf, dass sich vielleicht irgendwas bewegt oder so. Aber es passiert einfach null. 3 Stunden Einschluss. Das heißt, ich bin alleine eingesperrt in meiner Zelle. Und zwar bis zum Mittagessen. Dann erst lerne ich die anderen kennen. Verdammt viel Zeit zum Nachdenken. In Deutschland sitzen etwa 65.000 Leute im Knast. Und zwar vor allem Männer. Fast die Hälfte wurde eingesperrt, weil sie an Geld anderer ran wollten. Wegen Drogen sitzen 13%. Und jeder 5. Häftling ist wegen Gewalt im Knast. Im Extremfall ging es dabei um Leben oder Tod. Hier drin kann ich also auf echt harte Jungs treffen. Endlich seid ihr da. Es wird nie ganz dunkel. Im Knast, du hast immer noch die ganzen Beleuchtungen von draußen, die da hier reinstrahlen. Ein Kaffee wäre jetzt geil. Ich habe aber nur Wasser hier. Morgen. Morgen. Und, alles klar? Alles gut. Gut? Alles gut, bin schon wach. Ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt auf die Arbeit. Also, ich glaube, alles besser als hier rumhängen. Hauptsache, irgendwas zu tun. Trockene Brötchen und Wasser. Das war mein Frühstück. Jetzt geht's aber endlich ab in die Arbeit. Ich helfe heute in der Knastküche. Essen für die Beamten und die anderen Häftlinge kochen. Steve und Rumi sind auch dabei. Aber gibt es dir auch das Gefühl, dass du hier eine Aufgabe hast, oder? Nee, du machst es einfach. Ja, klar. Wie ist es, wenn man hier nicht so klarkommt eigentlich? Also wenn du zum Beispiel mit den Häftlingen nicht klarkommst. Wie ist denn die Hackordnung? Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, ist alles okay. Ist dir ja schon mal einer auf den Sack gegangen? Nee. Nee. Na gut, man kennt mich halt auch schon, gell? Man kennt dich schon? Ja. Hast du mal was mitbekommen von
Leuten, die fertig gemacht wurden. Jo. Ja. Nee. Ich habe früher Leute fertig gemacht, ja. Du hast Leute fertig gemacht? Ja. Echt? Was hast du gemacht? Einen in die Fresse gehalten, was weiß ich. Im Knast. Ja, ja, ich habe dreimal Nachschlag. Dann haben sie das alles wieder vergessen. Gibt es irgendeine Lösung? Oder kann, also wie sollen wir, muss es noch härter werden? Wir denken, wir haben hier die richtige Lösung gefunden. Ich weiß keine bessere Lösung. Sie können nicht jemanden, der sein Leben lang irgendwie mit hart verhandelt wurde, hier auch noch mit Härte begegnen. Das bringt ja nichts. Und er muss doch selber irgendwann mal sagen, jetzt bin ich alt genug und jetzt muss ich mal den Absprung schaffen. Bevor ich den Absprung mache, noch mal die Frage. Wie schlimm ist Knast? Ich fand's ziemlich übel. Man ist eingesperrt, es ist furchtbar langweilig und man muss das tun, was einem gesagt wird. Schlimmer als der Freiheitsentzug ist aber, wenn andere Häftlinge einem das Leben zur Hölle machen. Und Hartar hat mir erzählt, man kann im Knast sogar noch krimineller werden. Trotzdem, wer Scheiße baut, der muss irgendwie bestraft werden. Der Knast kann dabei eine Lektion sein. Wer aber nichts zu verlieren hat, den schreckt auch das nicht unbedingt ab. Wer landet vielleicht wieder hinter Gittern. Wer es schaffen will, der muss sein Leben wirklich ändern wollen. Morgen. Jetzt dein Handy zurück. Super. Geil. Freiheit. Oh. Mama mia. Oh. Scheiße. Auf jeden Fall happy. Ich kann jetzt einfach irgendwo hingehen, wo ich möchte. Begleitet mich niemand. Also ich bin auf jeden Fall mega froh, jetzt wieder draußen zu sein. Schauen wir mal. Wie ist es dann, wenn man das erste Mal wieder rauskommt und dann das erste Mal wieder in einem Supermarkt ist? Also ich bin raus und habe mich erstmal gar nicht ausgekannt. Mhm. Weil alles umgestellt war, wie früher. Mhm. Muss ich mir das Zeug erstmal suchen, ja. Weißt du noch, was du dir gekauft hast? Ich glaube, irgendwie so Suppe-mäßig. Okay. Wie war's bei dir? Das erste Mal, wo ich Essen nach Hause habe ich dann einen Döner-Teller gegessen. Also, der war riesengroß, habe ich fast gar nicht geschafft. Ne? Ich kaufe der Wanda was, weil die Oma wohnt so kaputt. Da kaufe ich ihr was. Die Wanda ist eure Chefin, ja, in der Küche, genau, oder? Genau, richtig. Für dich, schau. Womit hatte ich das für dich? Du bist Oma von heute. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Die waren geklaut. Nein. Spaß. Na, ich glaube, sie ziehen ein. Oh, sie nein. Therapie. Nein. Suchtgruppe. Richtige kriminelle Energie. Nein. Nur in Gedanken. Nur in Gedanken. Die Zeit im Knast war eine harte Belastung für Alex und Christoph. Auch für ihre Freunde und ihre Familien. Viele Beziehungen gehen während der Haft kaputt. Das sind ja Knastprofis. Ja. Quasi. Dann kann ich aufhören, die Augen zu schauen. Ach so. Ja. Was ist das? Tätowiert. Ach, krass. Manchmal sind ja die Leute, die am gefährlichsten ausschauen, überhaupt nicht gefährlich. Und die Leute, die nicht gefährlich ausschauen. Oder sieht man das? Siehst du es jemand an, ob jemand gefährlich ist? Ja. Ich meine, nee. Dass du von mir keine Angst hast, ist mir schon klar. Ja. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt. Aber gibt es hier Leute, von denen du Angst hast? Nö, wieso? Hey, Moment mal, ich bin noch nicht mal fertig mit dem Essen und muss schon wieder zurück in die Zelle. Na dann, bis später. Okay, bis später. Wir gehen irgendwo rein. Ich mach mal einen Vorgang. Freihof. Los geht's. Endlich. Endlich, ja. Ja. Endlich raus. Welche raus? Eine Stunde Freihof. So viel steht jedem Häftling zu. Abwechslung tut nach drei Stunden in der Zelle verdammt gut. Stimmung ist auch okay, aber unterschwellig auch ein bisschen angespannt. Eigentlich könnten an die 30 Leute aus meinem Zellenblock hier sein. Aber auf dem Hof sind heute nur 10. Einige bleiben anscheinend lieber in der Zelle, weil sie keinen Bock haben. Vielleicht auch keinen Bock auf die Leute, mit denen ich jetzt draußen bin. Neben Römi, den ich beim Mittagessen kennengelernt habe, treffe ich Tino.
der wohnt auch auf meinem Gang. Erste Mal hier oder was? Nein, das erste Mal in Haft. Ah, okay. Hat er dir dann schon Tipps gegeben? Das ist doch alles ganz easy. Aber auf jeden Fall das letzte Mal. Wie oft hast du schon gesagt, dass es das letzte Mal ist? Das erste Mal sag ich das jetzt. Echt? Ja, sonst war es mir egal. Ich bei meiner letzten Inhaftierung habe ich vorher ein kleines Zettelchen geschrieben. Freitag bin ich da. Das wussten die schon Bescheid, dass ich komme. Und dann war ich da und das war halt wie ein großes Klassentreffen. Und da freut man sich halt, dass man sich wieder sieht. Da verbringt man halt die Zeit miteinander, hat gute Laune und dann geht man halt wieder raus. Gell. Aber Zeiten ändern sich, man wird ja älter. Gell. Jetzt habe ich andere Ziele. Was sind die Ziele? Frau, Kind, Wohnung, Arbeit, meine guten Freunde behalten, mein Hund, Urlaub an der Nordsee, das wäre schon was. Ja, aber wird noch dauern. Ja. Wie war es denn für dich, hierher zu kommen? Naja, so der erste Monat, das war schon so scheiße, ne? Weil du viel drüber nachdenkst, so, was die Leute dann draußen machen und so. Ne? Die erste Zeit so. Die Sache ist ja bei uns, wir wissen ja, warum wir hier sind. Ja, ja. Darf ich mal fragen, wieso bist du denn hier? Körperverletzung. Also immer. Aber gibt es dir auch das Gefühl, dass du hier eine Aufgabe hast, oder? Naja. Nee, du machst es einfach. Ja klar. Wie ist es, wenn man hier nicht so klarkommt eigentlich? Also wenn du zum Beispiel mit den Häftlingen nicht klarkommst. Wie ist denn hier die Hackordnung? Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, ist alles okay. Ist dir schon mal einer auf den Sack gegangen? Nee. Nee. Na gut, man kennt mich halt auch schon, gell? Man kennt dich schon? Ja. Hast du mal was mitbekommen von Leuten, die fertig gemacht wurden? Jo. Ja. Nee. Ich hab früher Leute fertig gemacht, ja. Du hast Leute fertig gemacht? Ja. Echt? Was hast du gemacht? Einen in die Fresse gehalten, was weiß ich. Im Knast? Ja, ja. Ich habe dreimal Nachschlag bekommen. Wegen Körperverletzung in Haft. Alter. Du warst der Typ, vor dem dann alle Angst hatten, oder wie? Ja, ja. Anti-Aggressionstraining und. Hat das was gebracht? Nee. Nee, echt nicht. Aber was wäre die Lösung, glaubst du, wie man mit dir umgehen muss? Gar nicht. War nicht möglich? Hätte keinen Sinn gehabt. Hat ja auch keinen Sinn gehabt damals. Weil egal, was ich für eine Strafe bekommen habe, war mir doch egal. Hat doch eh nichts zu verlieren. Ach, ja, aber wieso? Ich check nicht, wieso es dir egal ist dann. Weil du hast ja doch was zu verlieren. Du hast ja dein Leben draußen zu verlieren. Also im Knast auch ganz okay. Also ich glaube, mir hat es da gefallen. Also. Ja, dann ist der Knast zu weit, oder? Ja, na klar. Ist er? Ja, doch ehrlich. Boah, aber genau das sagen mir viele Häftlinge hier. Und je jünger sie sind, desto häufiger landen sie wieder hinter Gittern. 70% werden wieder rückfällig im Jugendvollzug. Irgendwas läuft also schief. Und zwar im Knast oder dann, wenn die Leute wieder rauskommen. Hier in der Wohngemeinschaft Wendepunkt in Nürnberg wollen sie genau dagegen angehen. Bloß nicht wieder zurück ins Gefängnis. Darf ich mich einfach da hinsetzen? Super. Oh. Ich bin ja freiwillig da. Mhm. Aber so, ich habe mich eigentlich gleich angewöhnt. Ja. Die Leute waren alle optimal, wo da waren. Ja. Es ist so leicht, hier reinzukommen, oder? Weil es ja begrenzte Plätze gibt. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen und wir haben momentan eine Warteliste. Warteliste? Ja. Mhm. Wir sind überfüllt momentan. Full House immer. Alex war 15 Monate im Knast. Wegen Urkundenfälschung und Betrug. Christoph hat 11 Monate bekommen, weil er in ein Autohaus eingebrochen ist. Die Therapieeinrichtung soll ihnen helfen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Und zwar mit ganz klaren Regeln. Erstmal, ihr tut das auspacken. Wir rechnen ab und danach geht ihr nochmal. Perfekt. Okay. Ist dir nicht kalt? Na. Sicher? Ja, natürlich. Was vorher alles für dich geklärt war. Ja, und dann heißt es, okay, in Ordnung, ich habe keinen, wo ich hingehen kann. Nächsten Straftat. Dann wirst du verhaftet und dann quält er wieder ein. Dann sind wieder viele glücklich. Alex und Christoph wollen ein neues Leben starten. Die Wohntherapie hilft ihnen dabei. Und auch wenn bestimmt nicht alle Ex-Knackis Bock auf so eine Einrichtung haben, es wäre gut, wenn es mehr davon gäbe. Aber klar, die Frage ist halt, ob man überhaupt etwas ändern will, wenn man mal wieder draußen ist. Okay.
Ich war noch nie mal im Fitnessstudio, deswegen ist das jetzt hier für mich doppelt schön. Schau dir das mal an. Da ist quasi nichts vorhanden. Ah! Ah! Jawohl. Wann kommst du raus? Am Mittwoch, jetzt in 2 Tagen. Zeit wird's. Zeit wird's. Ja, reicht. Und kannst du dann wieder einen Job anfangen oder wie läuft's dann überhaupt? Also ich werde dann mich wieder bewerben, logisch. Ah, okay, aber du hast jetzt noch nichts. Ja, so jetzt eine hundertprozentige Zusage habe ich noch nicht. Den du kommst immer wieder. Meinst du? Ja. Meinst du, er kommt wieder? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich ja. Meinst du es ernst oder ist er so Spaß? Doch, ich denke mal schon, dass er so. Ja, bisschen was dazu gelernt hat, drüber, gell, Michi? Okay. So sind sie halt, ne? Ja, okay. Wenn du mal eine Prozentangabe machen musstest, wie viel Prozent glaubst du, ist Wahrscheinlichkeit, dass du wiederkommst? Wie hoch? 20%. 20%? Ja, okay. Tino war 5 Monate hier drin. Jetzt will er es schaffen. Er hat noch 2 Nächte im Knast. Für mich ist es schon die letzte. So, geht los. Okay. Sachen nehmen, vorgehen, hoffe, du kommst nicht wieder. Passt, ich kann, glaube ich, darauf verzichten. So, und dann geht's dann los. Ja, Bartlewski, bitteschön. Und bevor ich endlich rauskomme, setzen Sie sich mal, Herr Bartlewski. Ja. Geht's noch zum Entlassungsgespräch mit der Gefängnisleiterin. Wie ist es dann, wenn jetzt ein Häftling sonst auch hier sitzt, ja, ist ja dann ein Entlassungsgespräch. Ne? Ja. Und Sie wissen, dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder da sein wird. Redet man darüber oder wie läuft das ab? Na, ich sag eigentlich immer nur, ich hoffe, Sie schaffen es jetzt draußen. Merken Sie an der Antwort, ob er es schaffen wird? Ja, an der Antwort nicht, weil jeder, der hier sitzt, sagt, ich komme auf jeden Fall nicht wieder. Wie krass es hier abgeht. 25% der Gefangenen im Jugendstrafvollzug nehmen Drogen. Und fast 50% wurden schon mal von Mithäftlingen verprügelt. Knast kann also ganz schön scheiße sein. Wie man mit dem Alltag hier trotzdem einigermaßen klarkommt, das will ich am Abend von Ramon wissen, dem 4. auf unserem Flur. Könnt ihr euch noch an eure erste Nacht erinnern? Weil ich werde ja heute das erste Mal auch hier schlafen. Ja, ist nicht meine erste Haftzeit. Wie oft warst du schon? 4. Mal. Das erste Mal in der Haft, die Nacht so, war schon eine Umstellung. Von draußen, ordentliches Bett und alles. Und wieso ist es so schwer, dann draußen einfach nicht kriminell zu sein? Ja, wenn man einmal in die Kreise reingerutscht ist, es ist dann schwer, den Freundeskreis abzubrechen und da zu sagen, bis hierher nicht weiter. Ja. Das ist halt dann. Muss man vielleicht die Stadt gleich wechseln? Ja, aber zum Beispiel. Aber die Sache ist, wenn man allgemein solche Leute in seiner Heimatstadt gekannt hat, tut man auch in der nächsten Stadt solche Leute kennenlernen. Das ist, da kann man hinziehen, wo man will. Wenn man selber nicht sagt. Das ist die Sache, wenn man selber nicht sagt, bis hierher und nicht weiter, dann wird das immer wieder passieren. Ja. Meinst du, das kommt mal bei dir, dass du sagst, ich möchte mein Leben ändern? Bei mir ist es jetzt so weit, ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal in den Knast zu gehen. Mhm. Aber meint ihr, das ist die gerechte Strafe, die ihr bekommen habt, für das, was ihr gemacht habt? Wer würde das schon sagen, dass das eine gerechte Strafe ist? Ist es eine Strafe? Ja, eine Strafe ist definitiv, ja, na klar. Weil ich war draußen immer unterwegs. Ja. Aber kaum daheim gewesen. Ne? Mhm. Ja. Hier hockst du den ganzen Tag auf dem Nest und klotzt in die Röhre rein, sinnlos. Ne? Ja. Wir sehen uns morgen, ne? Jo, ciao. Viel Spaß. Gut, dann wünsche ich gute Nacht. Schon essen, hier zu sein. Na toll. Meine erste Nacht im Gefängnis. So. Oh.
wird nie ganz dunkel im Knast. Du hast immer noch die ganzen Beleuchtungen von draußen, die da hier reinstrahlen. Ein Kaffee wäre jetzt geil. Ich habe aber nur Wasser hier. Du hast hier so gemacht. Okay. Es passiert einfach gar nichts. Man hat irgendwie drauf, dass sich vielleicht irgendwas bewegt oder so. Aber es passiert einfach null. 3 Stunden Einschluss. Das heißt, ich bin alleine eingesperrt in meiner Zelle. Und zwar bis zum Mittagessen. Dann erst lerne ich die anderen kennen. Verdammt viel Zeit zum Nachdenken. In Deutschland sitzen etwa 65.000 Leute im Knast. Und zwar vor allem Männer. Fast die Hälfte wurde eingesperrt, weil sie an Geld anderer ran wollten. Wegen Drogen sitzen 13%. Und jeder 5. Häftling ist wegen Gewalt im Knast. Im Extremfall ging es dabei um Leben oder Tod. Hier drin kann ich also auf echt harte Jungs treffen. Endlich seid ihr da. Oh Gott, ey. Das nervt nur noch. Also ich bin echt immer geschwankt zwischen total wütend werden und so. Ah, und dann so resignieren. Ah, okay. Nach 2 Stunden endlich raus. Eine halbe Stunde haben wir fürs Mittagessen. Und endlich lerne ich auch die Leute kennen, mit denen ich mir die nächsten Tage einen Gang teile. Und eine Dusche. Okay. Steve, Rumi, Michael. Wie ist das Essen hier? Gut, wir kochen selber, wir sind in der Küche. Ja. Ach, ihr macht Küche? Ach, cool. Okay. So. Und bist du jetzt erst gekommen, wohin oder was? Ja. Eingekleidet, Kammer, das Übliche. Eingekleidet, Kammer, ausziehen. Du warst vorher schon mal hier? Nee, hier nicht. Aber andere Anstalten. Okay. Das ist jetzt quasi die 6. Anstalt in Thüringen, die ich besuche. Ach Quatsch. Ja. Warst du auch schon öfters? Ja. Wie oft? 6. Mal. Ah, okay. Seit meinem 14. Lebensjahr. Regelmäßig. Das sind ja Knastprofis. Ja. Quasi. Ich kann nicht aufhören, die Augen zu schauen. Ach so. Ja. Was ist das? Tätowiert. Ach krass. Manchmal sind ja die Leute, die am gefährlichsten ausschauen, überhaupt nicht gefährlich. Und die Leute, die nicht gefährlich ausschauen. Oder sieht man das? Siehst du es jemand an, ob jemand gefährlich ist? Ja. Ich meine, nee. Dass du von mir keine Angst hast, ist mir schon klar. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt. Aber gibt es hier Leute, von denen du Angst hast? Nö, nee, wieso? Und die anderen Häftlinge kochen. Steve und Rumi sind auch dabei. Aber gibt es dir auch das Gefühl, dass du hier eine Aufgabe hast, oder? Naja. Nee, du machst es einfach. Ja klar. Wie ist es, wenn man hier nicht so klarkommt eigentlich? Also wenn du zum Beispiel mit den Häftlingen nicht klarkommst. Wie ist denn die Hackordnung? Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, ist alles okay. Ist dir ja schon mal einer auf den Sack gegangen? Nee. Nee. Na gut, man kennt mich halt auch schon, gell? Man kennt dich schon? Ja. Hast du mal was mitbekommen von Leuten, die fertig gemacht wurden? Jo. Ja. Nee. Ich hab früher Leute fertig gemacht, ja. Du hast Leute fertig gemacht? Ja. Echt? Was hast du gemacht? Einen in die Fresse gehalten, was weiß ich. Im Knast. Ja, ich habe 3-mal Nachschlag bekommen. Wegen Körperverletzung in Haft. Alter. Du warst der Typ, vor dem dann alle Angst hatten, oder wie? Ja. Anti-Aggressionstraining und. Hat das was gebracht? Nee. Nee, echt nicht. Aber was wäre die Lösung, glaubst du, wie man mit dir umgehen muss? Gar nicht. War nicht möglich? Hätte keinen Sinn gehabt. Hat ja auch keinen Sinn gehabt damals. Weil egal, was für eine Strafe bekommen habe, war mir doch egal. Hat doch eh nichts zu verlieren. Ja, aber wieso? Ich check nicht, wieso es dir egal ist dann. Weil du hast ja doch was zu verlieren. Du hast ja dein Leben draußen zu verlieren. Hat zum Knast auch ganz okay.
Also ich hab, mir hat's da gefallen. Also. Ja, dann ist der Knast zu weit, oder? Ja, na klar. Ist er? Ja, doch völlig. Boah, aber genau das sagen mir viele Häftlinge hier. Und je jünger sie sind, desto häufiger landen sie wieder hinter Gittern. 70% werden wieder rückfällig im Jugendvollzug. Irgendwas läuft also schief. Und zwar im Knast oder dann, wenn die Leute wieder rauskommen. Hier in der Wohngemeinschaft Wendepunkt in Nürnberg wollen sie genau dagegen angehen. Bloß nicht wieder zurück ins Gefängnis. Darf ich mich einfach da hinsetzen? Super. Oh. Ich bin ja freiwillig da. Mhm. Aber so, ich habe mich eigentlich gleich eingewöhnt. Ja. Die Leute waren alle optimal, wo da waren. Ja, ist so leicht hier reinzukommen, oder? Weil es ja begrenzte Plätze gibt. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen und wir haben momentan eine Warteliste. Warteliste, oder? Mhm. Ja, wir sind überfüllt momentan. Full House immer. Alex war 15 Monate im Knast. Wegen Urkundenfälschung und Betrug. Christoph hat 11 Monate bekommen, weil er in ein Autohaus eingebrochen ist. Die Therapieeinrichtung soll ihnen helfen, wieder in den Alltag zurückzufinden.